Cheers to the freaking weekend. I drank to that, yeah, yeah. Ooh, let the gym or some sinking. I drank to that, yeah, yeah. Mitbürger, liebe Gäste aus den Landkreisen Hof, Buhnsiedel, Bayreuth, Tirschenreuth und Neustadt an der Waldnaab und wo auch sonst her. Als Oberbürgermeisterin der Stadt Marktredwitz heiße ich Sie herzlich willkommen. Der Anlass ist zwar kein freudiger, aber dass wir hier in Marktredwitz zusammenkommen, in dieser großen Anzahl mit über 1000 Personen, das ist trotzdem nicht hoch genug einzuschätzen. Wir haben uns firmiert, wir sind zusammengekommen und wollen gegen die Gleichstromtrasse durch das Fichtelgebirge kämpfen. Mit Schrecken haben wir vor einigen Wochen die Planung zur sogenannten Gleichstrompassage zur Kenntnis genommen. Die Veranstaltung Ende Januar in Kulmbach führte uns eindrucksvoll vor Augen, wie weit die Gedanken bereits gediehen sind, ohne dass wir als Hauptbetroffene hierbei eingebunden waren. Eine 450 Kilometer lange Verbindung von Bad Lauchstädt in Sachsen-Anhalt bis ins schwäbische Meitingen soll unter dem Deckmantel der Energiewende Braunkohlenstrom, und das möchte ich an der Stelle sagen, und deswegen kann ich die Wutsiege heute auch gar nicht verstehen. Braunkohlenstrom durch unsere Heimat transportieren, ohne dass wir irgendetwas davon haben. Dabei wurde uns tatsächlich zunächst vorgegaukelt, dass diese Leitung der Energiewende diene, indem es rein um die Verteilung des Offshore-Windstroms von der Nordseeküste nach Südbayern geht. Erst später wurde eher beiläufig bekannt, dass es sich bei der bei uns betreffenden Trasse um eine reine Braunkohlestromleitung handelt. Der Landkreis und alle Kommunen haben durch den Bau zahlreicher Biomasse, Windkraft und Photovoltaikanlagen bereits jetzt einen entscheidenden Beitrag zur Energiewende geleistet. Wir wollen die dezentrale Energieversorgung. Unser Raum zum reinen Transport von Strom aus fossilen Brennstoffen herangezogen werden. Damit werden sämtliche unter teilweise großen Opfern gebrachte Bemühungen um eine dezentrale Energieversorgung zunichte gemacht. Örtliche Politiker wie auch Bürgerinnen und Bürger haben sich hierfür eingesetzt und werden nun als unglaubwürdig dargestellt. Unfassbar erscheint die Tatsache, dass dabei bereits über unsere Köpfe hinweg entschieden worden ist. Dies offenbart sich, wenn man die Unterlagen genau studiert und das bisherige Vorgehen der Betreiber zur Kenntnis nimmt. Dieser Raum versteht sich zu Recht als Vorreiter in Sachen Energiewende. Diese wurde als Energiewende dezentral vor Ort mit den Bürgern verstanden. Sichtbare und bundesweite hoch anerkannte Ergebnisse in allen benachbarten Landkreisen belegen dies eindrucksvoll. Daher ist es unverständlich und nicht hinnehmbar, nun als reiner Durchleitungskorridor für eine überholte Technologie missbraucht zu werden. Die bisherige vorgelegte Planung ist daher vom Grundsatz her als völlig ungeeignet abzulehnen. Muss der unwiderlegbare Bedarf dieser Leitung uns nachgewiesen werden und dann mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort und nicht in Kulmbach 70 Kilometer entfernt kommuniziert werden. Erst dann kann über eine mögliche Trassenführung, wenn überhaupt von Braunkohle überhaupt nicht, aber auch bei Offshore gesprochen werden. Bei der derzeitig diskutierten Variante erscheint es willkürlich, gerade die Stadt Marktredwitz ist besonders betroffen und wir sollen hier keine Raumwiderstände haben. Ich kann es nicht fassen und nicht glauben. Eine stichhaltige Begründung blieb Amprion uns bisher schuldig. Der im Januar von Amprion vorgeschlagene Vorzugstrassenkorridor lässt lediglich Nachvollziehbarkeit vermissen. Hier wird bei Münchberg nördlich von Bayreuth ein Schwenk Richtung Fichtelgebirge und östlich von Marktredwitz zurück über den Steinwald Richtung Pegnitz vorgeschlagen, was völlig inakzeptabel und zu vielen, vielen Kilometern Länge
zusätzlich führt. Neben der technischen Begründung, die offensichtlich fehlt und uns nicht bisher geleistet wurde, kann eine solche unnötige Trassenverlängerung auch aus wirtschaftlichen Gründen überhaupt keinen Sinn machen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, es geht nicht um das St. Florians-Prinzip und deswegen freue ich mich, dass Sie alle da sind, aus nah und fern. Jeder weiß, dass die Energiewende nicht gratis zu bekommen ist. Jeder weiß, dass man auch mit Kosten und Einschränkungen rechnen muss. Das heißt aber nicht, dass reine Willkür zu walten ist oder dass vermeintlich, weil wir eben lahmfrommer sind und nicht so viel Widerstand zeigen, aber heute zeigen wir Ihnen wenigstens, dass unserer Bevölkerung auch das noch zugemutet werden soll. Wir, und damit meine ich alle Bürgerinnen und Bürger sowie parteiübergreifend die Politiker auf den unterschiedlichsten Ebenen, müssen hier zusammenstehen. Und ich bin glücklich vor allen Dingen, dass das auch landkreisübergreifend geklappt hat. Wie kann die Landesregierung einem ohnehin vom demografischen Wandel derart gebeutelten Raum wie Nordostbayern einen weiteren Schlag wie diesen versetzen? Mit gleichwertigen Lebensbedingungen in allen Landesteilen, wie es im Landesentwicklungsprogramm festgeschrieben ist, hat dies nichts zu tun. Es muss doch gerade hier darum gehen, wieder eine attraktive Region zu sein mit stabilen Bevölkerungszahlen. Die Lebensqualität, die wir hier haben, unsere einzigartige Natur, die soll gesund erhalten bleiben und sie ist das Einzige und Wichtige, was wir hier in dieser Region besonders haben und pflegen. Dies ist Raumwiderstand gegen eine solche Ambrion-Trasse. Dieses Potenzial ist unsere Chance auch für den Tourismus, der sich ja gerade mit diesem Prädikat neu aufgestellt und bereits erfolgreich präsentiert. Eine solche Trasse ist der größte Bärendienst, den man Nordostbayern zumuten kann. Wir kämpfen an allen Fronten um mehr Lebensqualität, namentlich attraktive Arbeitsplätze, Baugebiete bis hin zu unserer Bemühung um eine Hochschule. Diese Bemühungen werden dauernd konterkariert und zunichte gemacht. Wir werden wissentlich weiter abgehängt. Unsere mittlerweile jahrzehntelangen Anstrengungen und Erfolge nach der Porzellankrise werden mit Füßen getreten. Wer soll uns in Zukunft noch glauben, wenn wir von Lebensqualität im Fichtgebirge und im Steinwald reden? Die bayerische Landesregierung, und das ist nicht nachvollziehbar, verlangt bei Windrädern einen Abstand ihrer zehnfachen Höhe, also rund 2 Kilometer zur Wohnbebauung. Wie kann es sein, dass dieselbe Regierung im Fall der Stromtrasse sehenden Auges zustimmt, dass diese ohne jeglichen Abstand zur Wohnbebauung errichtet werden soll? Dies alles vor dem Hintergrund, dass es keinerlei Erkenntnisse über die Wirkung von Gleichstromtrassen auf Menschen gibt. Lediglich in China und zwischen Kanada und USA gibt es bisher diese Trassen, aber nicht in Europa und schon gar nicht in unserer Nähe. Geschweige denn, dass wir wüssten, wie diese schwerwiegenden Eingriffe eben auf Natur und Landschaft und aber auf den Menschen wirkt. Nahezu ein Hohn ist es, dass es gerade in Bayern, im Gegensatz zu Niedersachsen zum Beispiel, keine gesetzliche Grundlage gibt zu den Abstandsflächen, dass es keine Grundlage für die Erdverkabelung gibt, wie zum Beispiel in Thüringen. Dort hat man bereits über solche Gesetze nachgedacht, in Bayern nicht. Als nächstes Schritt will Ambrion den Antrag bereits zum März auf Bundesfachplanung stellen. Ab 2017 soll dann das Planfeststellungsverfahren anfangen. Das dabei erzielte Ergebnis entspricht einer Baugenehmigung und an der Bundesfachplanung soll es uns keine Möglichkeit geben, dagegen vorzugehen. Und das können wir so nicht hinnehmen. Wir sind nicht im Krieg, es gibt keine Maßnahmegesetze. Also können wir nicht. Ist Eile geboten. Und liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir müssen uns jetzt bereits vehement gegen das Vorgehen von Ambrion wehren. Wir verfolgen mit unserem Prozess folgende Ziele. Eine vollständige Verhinderung dieser Trasse, keine Einleitung weiterer Verfahrensschnitte und damit einen Abbruch der in die Wege geleiteten Planungen. Ja.
meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Entschuldigung. Wir sind hier und heute in Marktredwitz zusammengekommen, Vereine, Verbände, Parteien, Politiker und viele umweltbewusste Menschen von Weißdorf und Selbitz ganz im Norden bis Neusser, Kulmain und Kreußen im Süden. Nicht, weil wir Lust am Demonstrieren haben, sondern weil es unsere Bürgerpflicht ist, die Heimat zu schützen. Ja. Wut, Entsetzen, Fassungslosigkeit, das hat uns heute vereint. Wir stehen auf gegen eine gigantische Stromautobahn, die der Netzwerkbetreiber Amprion durch unsere Heimat bauen will, ohne uns ehrlich und offen zu informieren und die uns nur Belastungen bringen wird. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel sind wir konfrontiert mit einer Stromtrasse, die wie ein Damoklesschwert über unserer Heimat hängt. Das Ding heißt Gleichstrompassage Südost. Angeblich soll damit Windstrom aus dem Norden nach Südbayern transportiert werden. Doch, liebe Leute, wo beginnt diese Trasse? Nicht an der Meeresküste im Norden, sondern in der Nähe eines Braunkohlereviers bei Halle in Sachsen-Anhalt. Immer mehr verdichten sich die Hinweise, dass nicht umweltfreundlicher Windstrom, sondern hauptsächlich Kohlestrom transportiert werden soll. Schmutziger, klimaschädlicher Braunkohlestrom. Ich habe das beklemmende Gefühl, dass wir belogen werden, dass durch die Stromautobahn veralterte zentrale Energiestrukturen festgezurrt werden. Das widerspricht diametral einer dezentralen Energiewende mit regionaler Versorgung, so wie wir es wollen. Ich nenne das eine Stromlüge. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Heimatfreunde, mein Name ist Heinrich Henniger. Ich bin der Hauptvorsitzende des Fichtelgebirgsvereins, einem Heimatverein mit 18.000 Mitgliedern in 55 örtlichen Gruppierungen im Fichtelgebirge und im Steinwald. Gemeinsam mit dem Aktionsbündnis Fichtelgebirge und Steinwald, dem neben dem Bund Naturschutz, dem Verein Steinwaldia und den Naturfreunden auch Bürger und Politiker angehören, lehnen wir das Gesamtvorhaben des Unternehmens Amprion, Gleichstrompassage Südost, Stromautobahn ohne Einschränkungen einschließlich aller eventuellen Ausweichtrassen vollinhaltlich ab. Amprion steht in Kulmbach das Bauvorhaben in zwei Phasen vor. Als erste bekamen Landräte und Bürgermeister das Projekt zu hören und zu sehen. Und zur weiteren Information waren am Abend die Bürger geladen. Nun sollen Testversuche laufen. Dazu gibt es aber zurzeit noch keine Ergebnisse. Hindernisgrund dürfte das Problem sein, die enorme Abwärme eines 500 Kilovolt Kabels technisch in den Griff zu bekommen. Wir dürfen diese Möglichkeit erst gar nicht in Betracht ziehen, denn das kann den Eindruck erwecken, uns ginge es nicht ums Ob, sondern nur ums Wie. Wir sind hier aufgewachsen und wir fühlen uns hier wohl. Und wir wollen nicht zulassen, dass dieses Mittelgebirge mit seinen zwei Naturparken durch eine Schneise mit zwei Stromtrassen brutal getrennt und kaputt gemacht wird. Eine Schneise... Eine Schneise so breit, wie sie unsere Nachbarländer und uns nicht einmal zu Zeiten des Eisernen Vorhangs getrennt hat. Ja, ja, ja.